Peace, YouTube, und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Channel. Und wir beschäftigen uns heute unter anderem mit meinem RTG-Account, aber auch mit einer frisch erschienenen SBC-Karte. Das ist die Flashback-Karte von Luka Modric. Die ist nämlich rausgekommen, einmal in der Premium-Variante. Die hat er bekommen für seine Foot 18 Team of the Season-Karte. Und einmal eine ganz normale Flashback-Karte mit einem 93er Rating. Ich sage euch so schon mal, ich finde die Karte hier total uninteressant, muss ich sagen, zur aktuellen Team of the Season-Phase. Ist das hier nichts Besonderes, aber die 96er Karte von ihm ist schon viel, viel interessanter. Vor allem, wenn man sich einfach auch mal anschaut, was er kostet. Die SBC kostet nicht viel, wir gucken uns einfach mal, was wir dafür brauchen. Wir brauchen einen 86er Squad und einen 85er Squad, hier mit einem Team of the Week, Tots oder Team of the Week Moment Spieler. Also das ist nicht zu teuer, laut Putbin ist es circa 160.000, 180.000 Coins auf beiden Konsolen circa. Und man hat ja so viele untradable Spieler, sodass man Luka Modric wahrscheinlich ja fast um für lau abschließen kann. Wir werden ihn gleich auf jeden Fall abschließen. Vorher gucken wir uns aber nochmal seine Stats an und seine Karte. Denn die ist auch sehr, sehr nice. 87 Tempo, 87 Schuss, 97 Passen, 98 Dribbling, 88 Defense und 86 Physis. Dazu noch hoch Arbeitsrate, 4 Sterne Skill Moves und 4 Sterne Weak Foot. Dazu auch die Ingame-Sets, die sehr, sehr nice sind. Vor allem im Bereich Dribbling. Also das ist Wahnsinn. 99 Beweglichkeit, 99 Balance, 96 Reaktion, 99 Ballkontrolle, 94 Dribbling, 99 Ruhe, 99 Ausdauer. Hoch Arbeitsrate, perfekt. 90 Antritt, 83 Sprintgeschwindigkeit. Schusswerte sind auch in Ordnung mit 90 Stellungsspiel. Abschluss bisschen low, aber 90 Schusskraft, 93 Fernschüsse. Das sind auch wieder Top-Werte beim Bereich Passspiel. 99 Übersicht, 93 Flanken, 99 kurzer Pass, 95 langer Pass, 92 Effet. Stabile Defensivwerte, wenn man sich das einfach mal anguckt. Der hat 88, die wird sogar noch runtergezogen wegen der 67 Kopfballpräzision. Aber er hat 99 Abfang, was für einen Mittelfeldspieler extrem nice ist. 83 defensives Bewusstsein, 92 Vierte Zweikämpfe, 86 Grätschen. Damit im Bereich Physis, 75 Stärke, 80 Aggressivität für einen 1,72 großen Spieler ist das auch nicht allzu schlecht. Und Sprungkraft 88 ist aber nicht interessant. Und dann haben wir auch noch den Ausrüstschuss bei ihm und Distanzschütze hat er ebenfalls als Trade. Ich glaube, dass diese Karte wirklich sehr, sehr nice ist. Ich habe ein Problem aktuell, wie ich ihn einbauen soll. Das passt noch nicht ganz. Ich werde euch gleich auch mal mein Team zeigen. Mein RTG-Account hat sich auch ein bisschen verändert, nachdem wir ja am Donnerstag Top 100 Rewards hatten und unter anderem Ben Yedder drin gezogen haben. Der ein bisschen was gebracht hat, hat sich das Team auf jeden Fall verändert. Ich bin jetzt aber wieder im Überlegen, das Team umzubauen. War schon vorher im Überlegen, das Team umzubauen, nachdem ich die ersten 15 Weekly League-Spiele gespielt habe, weil irgendwie gefällt es mir nicht mehr so. Und jetzt kommt dieser Luka Modric und ich habe schon ein paar Gedanken im Kopf, wie ich das ungefähr mache, wenn ich ihn abschließe. Aber ich würde sagen, wir schließen ihn jetzt erstmal ab. So, und damit ist dann auch die Modric SBC abgeschlossen. Holen wir uns den guten Herrn mal ab. Flashback Modric, 96er Karte. Ich habe seine Team of the Year Karte letztes Jahr absolut gefeiert. Das war aber auch eine 99er Karte. Und immer diese First Touch, Green Time Finish Schüsse mit ihm. Vollspann, die waren so heftig. Und ich bin mal gespannt, wie diese Karte jetzt in FIFA 20 ist. Mit einem 96er Rating und auch vor allem sehr nice Stats. Und wenn man bedenkt, dass er einfach nicht so teuer ist, geht das voll fit. Also ich finde, dass das auf jeden Fall ein W ist, diese SBC. 180.000 Coins für so eine Modric-Karte, für einen 96er Luka Modric mit sehr heftigen Stats, 4 Sterne Weak Foot, 4 Sterne Skill Moves. Top, wirklich top. So, dann machen wir noch schnell die Packs auf. Schade, leider kann Tots kein Walkout, skippen wir weg und dann beschäftigen wir uns mit meinem RTG-Team. So, Freunde, das RTG-Team sieht jetzt folgendermaßen aus. Wir haben uns mit den Millionen Coins, die wir gemacht haben, unter anderem waren Tots ins Team geholt, Vieira Moments und Kylian Mbappé in der Team of the Year Variante. Lala haben wir ja noch in den roten Picks gehabt. Unter anderem war noch Tevez dabei, ein Osim war noch dabei. Aber dazu habe ich ja auch ein Video rausgehauen. Könnt ihr euch ja gerne anschauen im letzten Video, was auf diesem Channel hochgeladen wurde, sind meine Rewards. Und wir haben halt immer auf der linken Seite immer noch die Bundesliga-Variante mit unter anderem Lewandowski, Gnabry ist geblieben. Ich wollte eigentlich was mit Jadon Sancho machen. Letztendlich hat es aber von den Coins ja nicht mehr gereicht. Deswegen musste ich Jadon Sancho verkaufen. Und habe erstmal Gnabry behalten, der jetzt hier auf 7 Schmie spielt. Und ja, irgendwie ist es so, dass das Team mir nicht mehr ganz so gut gefällt wie vorher. Vielleicht, weil ich jetzt einfach zu krass gepusht habe mit dem Team, dass ich mir Vieira Moments, Mbappé und so weiter und so fort geholt habe.
Vielleicht ist das auch der Grund, warum mir der Spaß ein bisschen weggegangen ist mit diesem Team. Aber wir haben jetzt Modric und ich habe mit Modric schon eine kleine Überlegung gestartet, wie ich eventuell mein Team umbauen kann. Ich würde das nicht jetzt machen, sondern erst nach der Weekend League, sehr wahrscheinlich. Aber eine Idee wäre folgendermaßen, dass ich hier einfach mal den Squad kurz kopiere und ich zeige euch das mal. Ihr könnt mir ja dann einfach mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet, ob wir es so machen sollen oder nicht. Ich meine, das Team ist so auf jeden Fall grundsätzlich stark, klar. Aber es geht auch ein bisschen darum, dass man Spaß mit dem Team hat. Und wenn irgendwie der Spaß mit dem Team nicht da ist, dann sollte man das Team umbauen, bis der Spaß wieder gefunden wird. Weil dann spielt man automatisch auch ein bisschen besser. Und ich zeige euch jetzt mal, was mein Gedanke wäre. Eventuell, wir gehen dafür ins 4-3-3 offensiv. Mbappé würde ich dann verkaufen. Modric würde dann hier reinkommen. Neymar wäre dann als Supersub an Start, in der Variante, die ich jetzt hier vorhabe, zu bauen. Und wir holen uns Lewandowski hier rein. Lala kommt auch auf die Bank. Als Rechtsverteidiger dann Dani Carvajal. So, als Rechtsverteidiger wäre es dann Carvajal in der Tots-Variante, die auch sehr stark ist, die Karte. Aber ich habe sie noch nicht gespielt. Das wäre dann auch wieder eine Möglichkeit, dass ich mal spiele. Dann auf dem rechten Flügel kommt ein gewisser Lionel Messi, den ich dieses Jahr noch gar nicht gespielt habe in der Team of Deer bzw. in der Tots-Variante. Das wäre für mich zum Beispiel was ganz Neues. Ich hätte Bock drauf, den Tots als Zehner spielen zu lassen dann in-game hinter Lewandowski. Und auf der Doppel 8 haben wir dann Vieira auf der einen Seite und Modric auf der anderen Seite. Und dann haben wir halt eine Position offen, wo ich jetzt nicht weiß, wen ich da reinpacken soll, ehrlich zu sein, Freunde. Es muss halt ein Offensivspieler sein. Ich könnte es theoretisch so machen, dass ich Lewandowski hier nehme, Gnabry auf 7 Chemie hier spielen lasse und dann halt Jadon Sancho ebenfalls auf 7 Chemie. Hätte ich kein Problem mit, um ehrlich zu sein. Wenn ihr irgendwie einen besseren Vorschlag habt, dann haut ihr mal auf jeden Fall in die Kommentare. Aber ich glaube, dass dieses Team hier mir deutlich mehr Spaß machen würde, als das Team, was ich gerade spiele. Dann würde ich Mbappé wieder verkaufen, würde Neymar als Supersub nutzen. Hier zum Beispiel anstelle von Ben Yedder, der dann mittlerweile ja auch outdated ist mit der 87er Variante. Und wenn ich jetzt Mbappé verkaufe, könnte ich mir jetzt 1:1 Messi holen. Beziehungsweise Messi sogar günstiger als Mbappé. Ich könnte mir Messi und Carvajal holen mit den Coins von Mbappé. Und nach den Rewards, wenn wir am Donnerstag wieder mindestens Elite 1 holen, wir sind aktuell noch auf Top 100 Kurs, könnte ich mir dann auf jeden Fall auch Sancho wiederholen. Vielleicht kriegen wir sogar Sancho oder Messi in Rot, denn die sind beide im Best of Tots. Was haltet ihr von der Idee? Was haltet ihr von dem Team? Sind zwar zwei Spieler auf 7 Chemie dann. Die werden ja auch beide dann über außen spielen. Der eine über rechts, der andere über links, so wie auch vorher. Modric auf der linken Seite auf der 8 und Vieira auf der rechten Seite. Messi auf der 10 und Lewandowski im Sturm. Ich denke, das ist sehr interessant. Wie gesagt, das dauert jetzt aber noch was ein bisschen, bis ich das Team umbauen sollte. Erstmal bleiben wir jetzt bei dem Team, was ich für diese Weekend League gebaut habe. Das ist das Team. Hier können wir jetzt Modric leider nicht von Anfang an spielen lassen. Ich werde Modric direkt einwechseln, packen wir dann auf die Bank für Van de Beek und ich wechsle Modric direkt in der ersten Minute für Müller ein. Gucken wir uns aber noch an, welchen Campstyle ich Modric geben würde. Wenn ich ihn jetzt so in dem Team spielen lassen würde, neben einem Patrick Vieira, dann brauche ich ihm kein Shadow Campstyle zu geben, weil Patrick Vieira ist in der Defensive schon der Abräumer. Modric hat schon sehr stabile Werte im Bereich Defensive. Dann würde ich Modric eher den Hunter Campstyle geben, damit wir nochmal Tempo pushen und die Schusswerte. Schusskraft kann gepusht werden, Abschluss kann auch ein bisschen gepusht werden. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch so machen. Ich werde Modric den Hunter Campstyle geben, auch wenn das jetzt als Einwechselspieler erstmal nicht so viel bringt. So, da haben wir Modric jetzt. Sieht man auch nicht den ganzen Push, weil er halt als Einwechselspieler nur auf 5 Chemie kommt. Aber ich kann euch sagen, wie es aussieht, wenn er 10 Chemie hat. Dann hätte er nämlich 99 Antritt und 93 Sprintgeschwindigkeit. Er hätte 95 Stellungsspiel, 97 Abschluss, 99 Schusspower, 93 Longshot bleibt und 99 Volleys und 99 Elfmeter mit 10 Chemie. Das ist auf jeden Fall stabil und dazu halt noch seine Dribbling-Stats, seine bereits sehr starken Defensivwerte und die Physiswerte sind ja auch stabil. Also das ist dann wirklich eine sehr, sehr krasse Karte. Wenn man es jetzt mal auf die Gesamtstats sieht, dann wäre es ein 96
96er Tempowert, ein 92er Schusswert, 97 passen, 98 Dribbling, 88 Defense und 86 Physis. Das ist auf jeden Fall extrem gut. So, und zum Abschluss des Videos gehen wir auf jeden Fall noch in ein Game rein und spielen gegen dieses Team hier. Team of the Year, De Bruyne am Start, goldener Cristiano Ronaldo. Flashback Militao, das wäre zum Beispiel auch so eine Variante, Flashback Militao abzuschließen, dann erstmal Boateng wieder zurücksetzen. Ich habe ja zum Beispiel auch noch Diego Carlos untradable. Ich hätte, gab noch so viele Möglichkeiten auf dem RTG-Account, um den Spaß wiederzufinden. Jetzt werden wir aber erstmal Pause drücken, um dann Modric einzuwechseln für Thomas Müller. Thomas Müller, by the way, Freunde, werde ich auch jedes Mal im Stream gefragt, ob ich den feiere. Und ich sage euch so, Thomas Müller ist für mich extrem stark. Extrem, extrem stark auf der Achterposition. Viele Szenen werden wir jetzt wahrscheinlich von Modric in diesem Spiel nicht sehen. Ich meine, ich werde jetzt hier auch ein bisschen reinschwitzen, weil wir stehen zu diesem Zeitpunkt 15-1 und mit 29-1 ist die Top 100 auf Xbox noch sehr, sehr wahrscheinlich. So, ein Back-to-Back Top 100, jetzt vor allem zum Best of Tots, wäre auf jeden Fall sehr nice. Irgendwas stimmt hier auch nicht. Gameplay fühlt sich richtig, richtig träge an und auch, schaut mal die Anzeigen. Oben links Ergebnisanzeige, unten links und unten rechts. Die Spielanzeige mit der Ausdauer und so weiter und so fort ist auch nicht da. Umgestellt habe ich zwar schon auf sehr offensiv, angenommen hat das aber noch nicht. Und auf sehr offensiv ist halt meine 4-4-1-1-Taktik. Abseits. Okay, wenigstens ist jetzt mal das Spiel unterbrochen. Müller geht raus. Wir haben schon die 19. Spielminute. Und jetzt sind auch die Anzeigen da. Also das ist halt schon... Eigentlich ist die Zeit jetzt zu spielen um 19.45 Uhr. Absolut auch total blöd von mir, weil das ist wirklich die Main-Time. Server sind überlastet und so weiter und so fort, aber naja. Und jetzt mal der erste Ballkontakt von Luka. So, Luka Modric holt jetzt hier mal den Ball, nachdem der Gegner den Ball gefühlt 15 Minuten gehalten hat. So, Modric. Vira. Vira holt sich den Ball wieder und haut den dann einfach in den Knick. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber, Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie dieser Gegner ölt. Der hat ungelogen 70% Ballbesitz. Und das ist halt auch einfach wieder... Man merkt, es ist Best of Team of the Season Weekend League. Jeder ist krank am Schwitzen. Da, Freunde, er hat gerade nochmal auf Pause gedrückt. Schaut es euch einfach an. 65% Ballbesitz. Also das mit den 70% war nicht mehr wirklich übertrieben von mir. Das ist krass. Das ist wirklich einfach heftig. Und der geht nicht mal nach vorne. So, zur Halbzeit führen wir 1-0. Tja. Das ist ein typisches Best of Tots Weekend League Game. Muss man einfach so sagen. Ihr könnt mir ja auch gerne mal eure Meinung zur Best of Tots Weekend League in die Kommentare schreiben. Ich habe so viele Leute auf Twitter gesehen, die sich über die Server beschwert haben. Klar, man beschwert sich jedes Wochenende über die Server, aber die meinten, so schlimm war es noch nie. Aber ich glaube, dass es nicht nur an den Servern liegt, sondern auch einfach an der Spielweise der Gegner jetzt. So. Ich halte jetzt auch mal ein bisschen bewusster den Ball länger, weil das ist so ein Gegner, wenn er den Ball nicht hat, wird der irgendwann ungeduldig und macht die Lücken auf. Modric. Neymar. Lewandowski, schöne Drehung. Lewandowski, bam! Und genau sowas brauchst du dann. Genau sowas brauchst du gegen so einen Gegner dann. Einfach schön eine 2-Tore-Führung. Schöne, also nochmal hier, wenn jemand fragt, ob Lewandowski beweglich ist. Bam, Freunde, wie er sich da einfach dreht. Das ist einfach nur ein Movement mit dem linken Stick. Modric, gut abgefangen. Und Modric wieder. Geh, Junge. Schön, schöne Bewegung. Nimmt Kylian Mbappé gut mit. Kylian, Neymar, Modric. Neymar. Lewandowski und Modric. Vira nimmt uns den Ball ab. Aber Modric setzt nach. Modric auf Gnabry. Nochmal Luca. Auf Gnabry, Neymar. Gnabry auf Luka Modric. Luka Modric, einfach mal draufhämmern. Schade. Lewandowski. Wir warten einfach, dass Modric geht. Nein, das ist nicht gut.
Und dann kommt der Gegner nochmal zum 2:1. Die Grätsche von Varane war leider nicht gut. Ich wollte mit der Grätsche, dass der Ball zum Torwart geht, aber das ist nicht passiert in dem Moment. Spiel Gnabry auf Modric, nochmal auf Gnabry. Gnabry auf Neymar. Modric auf Lewandowski, der ist schussbereit. Gnabry auf Modric, Modric mit dem Finesse, auch der wird abgeblockt. Wir holen uns den Ball aber wieder. Und jetzt Modric mit dem Außenschuss, schade. Und dann ist das Spiel vorbei. Wir gewinnen dieses Schwitzer-Game am Ende mit 2:1. Verdient, muss ich einfach sagen. Der Gegner hatte eigentlich nur diese eine Chance da, wo ich leider mit Varane nicht wirklich geklärt habe. Aber ja, kurzes Schlusswort zu Modric. Ich finde, für den Preis ist es, wenn man Modric irgendwie einbauen kann, auf jeden Fall absolut zu empfehlen von mir. Aber es gibt auch so viele Karten, auf die man mittlerweile zurückgreifen kann. Es ist kein Muss, ja, zum aktuellen Zeitpunkt. Aber wenn man drüber nachdenkt, Modric zu machen, kriegt ihr von mir die absolute Empfehlung. Auch wenn ich jetzt Modric hier nur als Sub gespielt habe. Ich weiß einfach, wie sich so ein Spielertyp wie Modric spielen lässt. Ich weiß mit den Stats, dass er sich auf jeden Fall auch gut spielen lässt. Und für den Preis spricht da absolut nichts gegen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann kommt gerne im Stream vorbei, denn ich werde heute Abend auch noch die restlichen Weekend League Games streamen. Link dazu ist auf jeden Fall hier unten eingeblendet und auch unten in der Beschreibung. Ansonsten könnt ihr mir die Fragen auch unten in die Kommentare schreiben. Und lasst dem Video gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Channel, Glocke aktivieren. Ich bin raus, peace out und ciao.